Wochenlang wurde gekämpft, geackert und auf den direkten Klassenerhalt gehofft. Doch seit vergangenem Sonntag steht fest, der ASC St. Georgen muss ins Playout. Und dies trotz eines überzeugenden 3:2-Sieges gegen Union Quinto. Für Präsident Georg Brucker ist die Partie vom letzten Spieltag ein Spiegelbild der vergangenen Monate. Das war eigentlich die Summe der ganzen Saison, wenn man das betrachtet. Wir sind eigentlich immer zurückgekommen, wir haben an uns geglaubt, sind 1:0 hinten gelegen, waren 2:1 hinten, haben 3:2 in Führung, sind 3:2 in Führung gegangen. War natürlich dann ein bisschen Nervosität in der Mannschaft, das hat man auch gemerkt. Ich meine, die Beine werden schwer und auch durch die wirkliche Pression, die Spieler hatten. Beim Gastspiel in Quinto di Treviso machten die Ergener zweimal einen Rückstand wett. Zunächst glich Peter Meyer nach einem Freistoß von Armin Meyer zum 1:1 aus. In der 59. Minute war es erneut Armin Meyer, der diesmal Bachlechner blendend in Szene setzte und die Vorarbeit zum 2:2 gab. 3 Minuten später schürte Doppeltorschütze Peter Meyer mit dem Siegtreffer zum 3:2 nochmal die Hoffnungen der Jürgener. Vergebens, wie sich später herausstellen sollte. Wir haben heute gekämpft, sind umgerannt und haben noch einen Sieg gemacht. Und leider haben die anderen zwei Mannschaften nicht mitgespielt mit uns. Also sie haben alle beide gewonnen, also gegen uns. Und ich muss sagen, jetzt müssen wir die Köpfe einziehen und von vorne anfangen und schauen, das Beste daraus zu machen. Armin Meyer will das Erfolgserlebnis nutzen, um für die bevorstehenden Playout-Spiele Selbstvertrauen zu tanken. Es ist logisch, wenn es besser dann mit so einer Leistung die Mannschaft abschließt, als wenn man 3-4-0 verlieren hat, ist sicher. Aber jetzt werden wir mal einen Tag zwar vielleicht passieren und nachher wieder voll umgreifen, wie wir das ganze Saison getan haben. Mit dem Dreier gegen Union Quinto zog St. Georgen in der Tabelle auf 42 Zähler. Eine Ausbeute, die im Normalfall zum ungefährdeten Klassenerhalt reicht. Das weiß auch Trainer Patrizio Morini. Was mir Gedanken macht, ist, dass wir mit 42 Punkten müssen die Playout machen. Das ist, glaube ich, nie passiert. Mit 42 Punkten haben wir die Klasse nicht gehalten. Das ist schon ein wenig komisch. Aber das ist Fußball, das ist Sport. Wir haben uns vor uns die Playoff. Wir werden uns ganz gut vorbereiten. Die Mannschaft ist körperlich gut beieinander. Ich kann nicht sagen, ich bin stolz von meinen Spielen. Wir sind die Jürgener und wir haben 42 Punkte gemacht. Das bleibt in der Geschichte. In der Abstiegsrunde trifft St. Georgen auf den drittletzten Montecchio. In den bisherigen beiden Saisonspielen behielten die Bustros sowohl zu Hause als auch beim Gastspiel im Veneto mit 1:0 die Oberhand. Den Treffer im Hinspiel erzielte Abwehrspieler Benjamin Althuber. Wir werden uns auch diesen Playout-Spielen jetzt wirklich richtig vorbereiten und wir hoffen auch dort das Beste zu geben und vielleicht werden wir dort prämiert für die ganze Saison, das wir eigentlich jetzt wirklich verdienen würden. Georg Brucker spielt auf die zahlreichen überragenden Auftritte an, die die Morini-Elf insbesondere in der Vorrunde abgeliefert hat. Fest steht, in der Premierensaison haben Bachlechner und Co. die Serie D kräftig aufgemischt und zu manch einen Fußballexperten überrascht. Am Pfingstsonntag beim Playout-Rückspiel in St. Georgen soll dem Fußballmärchen des Busterer Dorfvereins nun das Happy End hinzugefügt werden.